Servus Leute, guten Morgen. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg nach Frankfurt zur Buchmesse und da nehme ich euch jetzt mit. Viel Spaß. Ja, jetzt sind wir tatsächlich mal wieder in Frankfurt angekommen auf der Buchmesse. Ja, und jetzt machen wir uns mal auf den Weg Richtung Halle 3. Na, schauen wir uns da mal ein bisschen um. Hat mal wieder, wie immer, eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse das größte Feld hier beansprucht und es ist schon echt heftig. Guck mal. Ja, so gut wie alles außenrum hier ist alles irgendwo Random House. Pantheon, DVA, Battlesman, Lang, Marley, Goldmann, ja, alles Random House. If I keep feeling like I'm missing something, don't you worry about me, yeah. Don't you worry about me. Money on my mind.
Ja, und gerade hier beim Hölker Verlag haben wir die Ursula Posnanski entdeckt, hier hinter der Kamera. Erkennbar immer sofort an der riesen Löwenmähne. Ja, und wie so aussieht, gibt die Frau Posnanski wohl irgendwie beim Löwen Verlag ein kleines Interview. Jedenfalls ist hier ein Kamerateam am Start. Und ja, da gucken wir doch mal so ein bisschen zu, wie das da so abläuft bei den Profis. Leute, bin hier, wie ihr seht, am Sternensand Verlag angekommen. Ja, den haben sie hier ins letzte Eck gepfercht in der Halle 3.1, also ganz unten halt in der Halle 3. Aber das ist wieder wie in Leipzig ein absolut wunderschöner Verlagsstand. Klein, aber fein, aber mit wahnsinnig coolen und tollen Büchern.
die Cover sind alle so, so cool und der Stand sieht so geil aus. Den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Gebt euch mal diese geilen Kammer. Ja, was hier beim Sternensand Verlag, was mir immer wieder auffällt, das ist die unglaubliche Mühe, die sie in die Cover stecken. Mir wird gerade von der Autorin dieses Buches hier erzählt, dass das Cover dieses Buchs hier, hier seht ihr diese bisschen grünen Runen, die leuchten. Also im Dunkeln leuchten die und auch die hier auf dem Hammer, oder? Die leuchten in der Nacht. Saugeil. Einfach genial. Kann man sagen, was man mag. Die Stories, ich meine, das ist ja auch klasse. So. Stories gut, Bücher wunderschön. Kann man nur empfehlen, den Verlag. Sternensand Verlag aus der Schweiz. Ja. Und was auch wiederum eben cool ist, die Autoren, Autorinnen der Bücher sind ganz oft oder eigentlich dauernd hier am Stand zu treffen und dementsprechend, wenn man Glück hat, kriegt man dann auch das Buch gleich signiert und man kann es eben auch gleich kaufen, nicht nur sonntags, denn eben wenn Autoren am Stand sind, dann dürfen die Autoren ihre Bücher auch gleich verkaufen, also eben nicht nur am Sonntag. Was cool ist. Hier wird auch schon wieder signiert. Ja. Meditation through
Jo. Was, aber das einfach mal. Sind wir gerade vorm Lesezelt. Zum vierten und da gucke ich jetzt mal rein. Lesezelt auf der Buchmesse 2018 in Frankfurt. Schön, dass ihr alle da seid. Also werden jetzt hier zwei Awards verliehen in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtenmagazin Focus. Und der zweite Preis, da komme ich auch gleich noch dazu, der ist relativ neu, letztes Jahr ins Leben gerufen worden. Auch sehr spannend. Aber ich kann Ihnen versprechen, die Finalisten sind auch alle schon sehr aufgeregt, denn der Hauptpreis ist hoch dotiert. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt 10.000 Euro plus ein Marketingpaket im Wert von 20.000 Euro. Außerdem gibt es noch einen Vertrag mit Amazon, dass das Buch auch als Druckausgabe natürlich veröffentlicht wird und ganz, ganz neu auch noch ins Englische übersetzt. Das heißt, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Potenzial, auch internationales Publikum mit dem Buch zu erreichen. Also das ist wirklich schon ganz, ganz grandios. Und alle drei Bücher, die auf der Shortlist sind, die werden auch als Audible-Hörbuch veröffentlicht. Wow, also die Spannung steigt. Und wir haben, wie gesagt, noch den Storyteller X, der neu mit dazu kam, der sich auch an Autorinnen und Autoren richtet, die eben nicht im Bereich Belletristik beispielsweise veröffentlichen, sondern vielleicht mehr experimentell unterwegs sind. Also da ist es wirklich für alle Genres offen und der Preis Storyteller X ist nochmal mit 5.000 Euro dotiert. Ja, und jetzt gehen wir natürlich erstmal in die Vorstellung der Jury, denn die sind heute alle hier, die Arbeit ist quasi getan, aber natürlich ist es ganz, ganz spannend, jetzt auch noch ein bisschen zu sprechen über die Entscheidung der Gewinnerinnen oder Gewinner und natürlich auch, wie das alles so entstanden ist. Deswegen bitte begrüßen Sie jetzt hier auf der Bühne den Manager von Kindle Direct Publishing Deutschland, Frank Euler. Ja, auch nochmal im Nachnamen herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute zum dritten Mal diesen Preis verleihen. Absolut. Und ganz viel Spannendes erwartet uns. Aber warum jetzt dieser Preis? Warum der Storyteller? Also wieso hat sich das so etablieren können? Er hat sich einfach etablieren können, weil ja das Self-Publishing weiterhin einfach im Trend liegt. Wir sehen, dass es Self-Publishing gibt Autoren die Möglichkeit, sich selber zu entfalten, Leser zu finden und einfach auch neue Wege zu gehen. Also Self-Publishing bleibt im Trend und dieser Award gibt einfach allen Autoren, aber auch den Lesern nochmal Möglichkeiten auf mehr Sichtbarkeit und mehr Lektüre. Und wer sorgt jetzt dafür, dass der Storyteller so stattfinden kann? Also dass der so auch einfach immer wieder neu jetzt auch strukturiert wurde. Wer sorgt dafür, dass es so erfolgreich sein kann? Das sind natürlich in allererster Linie die Autoren. Mit ihren Beiträgen und wir sehen Jahr über Jahr, wir haben mehr und mehr Beiträge, dieses Jahr auch 13% mehr Einreichungen und nicht zu vergessen, auch die Leser. Es wird auch wirklich viel gelesen, das sehen wir und das freut uns auch, dass genau die eingereichten Titel auch intensiv konsumiert und gelesen werden. Also auch hier nochmal herzlichen Dank an die Autoren, aber auch an die Leser. Erfahrung für uns in andere Genres zu lesen und zu diskutieren, vor allen Dingen mit den Mitjuroren, welches Buch eben das Beste ist und welche Bücher eben Preis gewinnen. Und wenn man ein Buch danach oder Bücher danach bewerten soll, lest ihr anders, wenn ihr Bücher lest? Oder ist das schon so einfach sich eintauchen in die Geschichte und sich darauf einlassen? Das war schon sehr streng. Sicher liest man anders. Wir lesen generell anders. Also seitdem wir selber schreiben, können wir eigentlich nicht mehr normal lesen. Das ist immer das Traurige, was uns verloren gegangen ist. Ich sage immer, ich lese schon wie eine ganz strenge Lektorin. Also mir fällt alles auf oder ich sehe sofort nach ein paar Seiten. Man sieht sofort, kommst du in einen Spannungssog hinein, nimmt dich das Buch. Also wir sind dann schon sehr getrimmt. Bei dir auch so oder ist eher deine Frage? Ja, es ist bei mir natürlich genau gleich und bei mir ist es ganz einfach. Also ein Buch muss ich von den ersten Seiten her packen und möchte es am liebsten in einem Zug durchlesen. Und das war eben bei den Finalisten hier der Fall. Also da war jedes Buch so, dass man gesagt hat, nein, hätte man nie gedacht, dass mich sowas interessiert und ich kann es gar nicht weglegen, weil es einfach alles so spannend war. Das glaube ich. Jetzt ist es gleich soweit. Wir spannen noch ein bisschen auf die Folter, aber ich danke euch erstmal für das Gespräch an der Stelle und wir sehen uns natürlich gleich wieder. Also Sie sind ja auch selber Autorin. Ist das was, wo Sie sagen, ja, endlich mal fragt mich jemand in eine Literaturjury?
Also ich war schon sehr überrascht, als ich das Angebot bekam, in dieser Jury zu sitzen. Vielen Dank. Also es war eine tolle Zeit, war eine tolle Herausforderung, 6 Bücher in einer sehr, sehr kurzen Zeit zu lesen und eben auch die verschiedenen Genres zu lesen. Ich habe schon mal 2 Kinderbücher geschrieben, also vielleicht ist mir dieses Schreiben und diese Schriftstellergeschichten, das ist mir vielleicht nicht ganz neu. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass man in der Jury jemanden gesucht hat, der die Schillers wieder so ein bisschen dämpft und wieder ein bisschen runterholt. Also das Kritische der Schillers habe ich so ein bisschen einfach mit vielleicht der einfachen Art des Lesens wieder weggemacht, indem ich wirklich versucht habe, mir die Bücher zu nehmen und ich wollte nur Fan sein und ich wollte nur Leser sein. Ich habe natürlich keine Ahnung von kritischen, ob da jetzt ein Spannungsbogen drin ist oder nicht. Am Ende ging es für mich darum, war das spannend, war das eine tolle Geschichte, was hätte man anders machen können? Und es war toll, es waren 6 ganz verschiedene Bücher. Natürlich waren auch Genres dabei, wo ich mich persönlich ein bisschen schwerer getan habe, wo dann die Herausforderung für mich war zu sagen, okay, es geht hier nicht um deine Lieblingsgenres, sondern es geht irgendwie darum, herauszufinden, wer sich hier echt viel Mühe gemacht hat und wer es verdient hat, den Preis zu gewinnen. Am Ende des Tages muss man wirklich sagen, Hut ab. Man hat nicht gemerkt, dass es Self-Publishing ist, also das Buch hätte auch ein Buch oder die Bücher hätten auch Bücher sein können, die man schon normal irgendwie in einem Bücherladen finden kann. Großes Kompliment an die Autoren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt haben Sie selber ja auch Bücher geschrieben. Kam das durch die eigenen Kinder, so dieses, ich schreibe jetzt ein Kinderbuch, oder war das immer ein Wunsch? Ja, es war schon immer ein Wunsch. Also ich lese wahnsinnig gern, ich tauche gerne, also hier so eine Buchmesse ist was Tolles für mich. Vielleicht sind ein bisschen viele Menschen da. So eine Buchmesse nachts, das wäre genau mein Ding, da durchzustöbern und sich die ganzen Bücher anzuschauen. Ich mag Literatur, ich mag Bücher. Vielleicht mag ich nicht, mir die Mühe zu machen und immer wieder jedes Mal aus Neuem ein Buch zu schreiben, aber ich lese wahnsinnig gern. Und also wenn im nächsten Jahr die verrückten Schillers dabei sind, dann würde ich nochmal mitmachen. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Okay. Und Self-Publishing ist dann auch noch eine Idee? Die anderen beiden Bücher sind ja in Verlagen erschienen? Oder? Ja, das ist natürlich, ich bin mir durchaus bewusst, dass das nicht für jeden so einfach ist, wie vielleicht für mich. Ich habe mir durch meinen Sport viel aufgebaut und habe natürlich Möglichkeiten und Chancen, die man als Self-Publisher im Zweifel irgendwie am Anfang eben nicht hat. Und ich hatte am Anfang Verlage, die sich dafür interessiert haben und gesagt haben, wir machen das Buch mit dir gemeinsam. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass auch Leute, die gerne schreiben, die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln oder ihre Geschichten aufzuschreiben und ihre Bücher zu schreiben, genau so, wie sie es wollen, ohne dass irgendjemand drin rumfummelt, ohne dass irgendjemand was verändert. Und das, denke ich, sollte am Ende eben auch motivieren. Ja? Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sich einfach vielleicht nicht trauen, was zu schreiben, weil sie denken, ach Gott, vielleicht bin ich nicht gut genug. Aber das ist ein ganz toller Award dafür, für all die, die wahnsinnig gerne lesen und schreiben, Gas zu geben und hoffentlich dann im nächsten Jahr, wenn wir das Ganze nochmal machen, dann ihre Sachen einzureichen. Vielen, vielen Dank für den Moment. Ich habe wieder viel gesprochen. Alles gut. Ich bin weg. Alles gut. Dankeschön. Awards in diesem Jahr wird jetzt zum zweiten Mal verliehen. Was war das Ziel? Wir wollten auch dieses Jahr wieder Autoren ermutigen, auch wenn sie außerhalb von den klassischen Belletristik-Genres publizieren, teilzunehmen und ihre Werke auch zu publizieren, weil wir einfach sehen, wie viel das Self-Publishing bietet. Das ist sehr facettenreich, die Autoren sind sehr facettenreich, die Geschichten, die Leser sind sehr facettenreich und das wollten wir feiern. Und ich glaube, die 3 Autoren, die wir gesehen haben, sind ein super Beispiel und die 3 Werke dafür, wie vielfältig das Ganze ist. Absolut. Und ich glaube, jetzt wollen wir sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe nämlich die Entscheidung der Jury und werde die jetzt entsprechend verlesen. Der Kindle Storyteller X würdigt Autorinnen und Autoren, die sich jenseits der gängigen Genres bewegen und besonderen Mut zur Innovation haben. Alle 3 Finalistenbücher stechen auf ihre ganz spezielle Weise aus der Masse hervor. Eine Autobiografie, ein Spiel- und Rätselbuch sowie eine historische Novelle konkurrieren miteinander. Deshalb ist die Entscheidung der Jury in diesem Jahr sehr schwer gefallen. Die Wahl der Jury fiel auf ein Buch, was sich durch eine ungewöhnliche Originalität auszeichnet. Die Autorin erzählt mit überzeugender Selbstverständlichkeit und baut eine originelle und gleichzeitig plausible Welt, die es dem Leser leicht macht, mitzugehen.
Das Buch ist vor allem ein formales Experiment, das voll aufgeht. Dabei hat die Jury besonders beeindruckt, dass die Autorin ihre auf das E-Book-Format zugeschnittene Idee ebenso charmant und stimmig als selbst illustriertes Taschenbuch umgesetzt hat. Eine außergewöhnliche Kreativleistung, die nun ausgezeichnet wird. Das Gewinnerbuch des Storyteller X, die Monstertrickserin von Lemonbits. Bitte begrüßen Sie auf der Bühne Corinna Rindesbacher. Geht das? Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist immer schwierig, so direkt danach zu fragen, weil vorher ging wahrscheinlich schon das Herzklopfen los. Was ist das jetzt für ein Gefühl, diesen Preis wirklich in Händen zu halten? Das fühlt sich richtig gut an, wunderbar. Gibt es einen Ehrenplatz? Haben Sie schon ausbaldowert, wo der stehen wird? Nein, oh Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Neue Schwierigkeiten, die ich jetzt lösen muss. Na toll. Grandios, oder ein Buch drüber schreiben. Wo stelle ich meine Worte? Ja, mindestens. Gibt es irgendwelche Worte, die Sie noch sagen möchten? Jemandem danken oder sowas? Ja, ich möchte ganz kurz die Geschichte erzählen, dass ich letztes Jahr hier auf der Buchmesse stand und beschlossen habe, ein Buch zu schreiben, was eben genau das macht, was ich in dem Video gesagt habe, eben den Kindle so richtig ausnutzt, also die Funktion des Kindles. Das war exakt vor einem Jahr hier auf der Buchmesse und ich habe in meinem größten Wahnsinn, habe ich auf Social Media angekündigt, dass ich dafür gerne einen Preis hätte. Und jetzt stehe ich hier und habe einen Preis gekriegt und dafür ja, möchte ich wirklich von Herzen Danke sagen. Ich bin begeistert. Und da das gerade so gut geklappt hat, noch eine kurze Ankündigung. Wir arbeiten gerade daran, das als Alexa-Skill umzusetzen. Da gibt es auch einen Wettbewerb. Also falls Sie einen Amazon Echo zu Hause haben, Ende des Monats wird der Skill erscheinen oder so im November. Gucken Sie gern, das heißt die Monstertrickserin, so wie mein Buch. Spielen Sie mal ein bisschen mit der Alexa rum und geben Sie uns gerne ein Feedback. Das würde uns sehr helfen. Dankeschön. Alles klar, wir werden es natürlich umsetzen. Vielen, vielen Dank und viel Freude mit dem Preis. Viel Erfolg weiterhin für die nächsten Projekte. Dankeschön. Ja, und jetzt kommen wir natürlich schon zu unserer Kategorie, der Hauptpreis, der Kindle Storyteller 2018. Und wir haben natürlich auch hier wieder Videos von den Finalisten vorbereitet. Film ab. Mein Name ist Caroline Ciso, ich bin Fantasy-Autorin und mit meinem Roman Das Blatt des dunklen Herzens für den Kindle Storyteller Award nominiert. Ja, ich habe Germanistik und Philosophie studiert, bin dann selbstständige Texterin geworden und habe das Gefühl aber immer gehabt, dass mich das nicht so ganz ausfüllt. Und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, weil ich schon immer Autorin werden wollte, probier das doch einfach mal aus. Und das habe ich dann gemacht und es hat geklappt. Ich schreibe gerne Fantasy, weil man da so schön in fremde Welten eintauchen kann. Ich war im Frühjahr im Wald spazieren und das war alles so eine düstere und neblige Atmosphäre und da habe ich mir überlegt, das ist jetzt das vierte Mal, dass der Kindle Storyteller Award vergeben wird. Was hat sich verändert in der Zeit und was ist das Besondere, es einfach immer wieder jetzt zu gestalten? Was uns begeistert und besonders freut, ist, dass das Interesse ungebrochen ist. Und zwar sowohl von Autoren als auch von Lesern. Wir hatten dieses Jahr über 1200 Einreichungen von Autoren. Mehr als letztes Jahr und das haben die Leser honoriert. 60 Bücher waren unter den Top 100 bei der Bestsellerliste. Ich glaube, 12 haben es in den Top 10 geschafft und 2 haben sogar die Bestsellerliste lange Zeit angeführt. Das freut mich besonders. Und auch der Mix an Autoren. Es sind Debütautoren, die mitmachen, aber auch sehr etablierte und sehr erfolgreiche Self-Publishing-Autoren. Das freut uns, das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das heißt wirklich, jeder hat eine Chance, auch Unerfahrene, die ihr sagen, das ist mein erstes Buch und dann eben einfach rein und mutig sein. Ne? Genau, alle dabei und wie gesagt, die Vielfalt der Geschichten macht es und am Ende, je schwieriger wir es nächstes Jahr der Jury machen können, umso froher sind wir. Und ich habe übrigens auch alle 6 Bücher gelesen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, tun Sie das auf jeden Fall. Ich war danach froh, dass ich nicht in der Jury bin und diese Entscheidungen zu treffen hatte, weil es wirklich alles grandiose und spannende Bücher sind. Aber es gibt diese Juryentscheidung und ich werde auch jetzt wieder die Begründung, die Laudatio, verlesen. Übrigens ist das auch für mich spannend, gell? Nicht, dass jeder denkt, ach, so easy, ho. Also es, für mich schlägt auch mal das Herz mit allen, die hier da jetzt mitfiebern. Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf ein Buch, das alle gleichermaßen berührt und überzeugt hat. Trotz eines Nischenthemas konnte die Autorin mit ihren stark gezeichneten Charakteren und der außergewöhnlichen Struktur eine breite Leserschaft begeistern.
Die Autorin schafft es, die Geschichte mit emotionalen Bildern und einer klaren Sprache aufzuarbeiten. Das Buch nimmt sich eines bisher weitgehend unbekannten Kapitels deutscher Geschichte an, womit die Autorin den ersten Schritt in das historische Genre wagt, der vollends aufgeht. Die ergreifende Familiengeschichte lässt mit den Figuren mitfühlen und lässt einen einfach nicht kalt. Deshalb stand nach dem Lesen für die Jurymitglieder fest, wir möchten unbedingt wissen, wie es mit der Familie weitergeht. Und wenn der Hunger auf die Fortsetzung so groß ist, steht ein würdiger Gewinner fest. Wie Gräser im Wind von Elvira Zeisler. Herzlichen Glückwunsch, der Kinder Storyteller 2018. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Wie fühlt sich das an? Oh, Wahnsinn! Es ist ja wirklich ein ganz persönliches Buch, weil es ist ja auch wirklich die Geschichte meiner Familie, meiner Vorfahren. Und überhaupt, dass es so viele Leser gefunden hat und dass es jetzt auch durch diesen Award, sag ich mal, diese Wertschätzung und auch diese, ja, irgendwie auch jetzt Publikum erreicht, das bedeutet natürlich so unglaublich viel, weil ich im Vorfeld auch überhaupt nicht abschätzen konnte, will das Buch überhaupt irgendjemand lesen? Ja, deswegen bin ich einfach total fassungslos und dankbar. Wir haben uns auch vorhin kurz darüber unterhalten, dass die Oma auch die Bücher gelesen hat und sich wirklich zurückversetzt fühlt in die Zeit. Aber wie ist es, wenn man Erzählungen bekommt von den Großeltern und das dann wieder noch in eigener Sprache umsetzt? Ja, das war eine ganz besondere Herausforderung, weil von den Großeltern, oder überhaupt, hat man so Eckpunkte. Und da muss man ja wirklich eine ganze Handlung drumherum stricken. Ja? Also man muss sich Dialoge einfallen lassen, man kennt halt so Anekdoten. Und diese Anekdoten oder einzelne Episoden dann in so eine Handlung zu verpacken, das war dann wirklich die Herausforderung dabei. Und ich persönlich habe auch sehr viel gelernt, weil vieles war mir selber auch so nicht bewusst. Und ich bin meinen Großeltern wahnsinnig dankbar, dass sie das alles überlebt haben. Absolut, damit die Geschichte so weitergegeben werden kann und die Menschen auch bewegt. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal, viel Freude beim Feiern und gerne weiterschreiben. Und damit sind wir am Ende des offiziellen Programms angelangt. Wir laden Sie natürlich herzlich noch auf einen Umdruck ein. Es gibt natürlich eine Signierstunde der Autorinnen und Autoren. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich auch Ihr Buch zu sichern mit Leute, sind wir mal in der Halle 3.2, also im zweiten Stock der Halle 3 beim Drömer Knauer Stand. Und wie immer sieht es hier richtig, richtig hammermäßig geil aus. Da irgendwo hinter mir hockt der Sebastian Fitzek mal wieder im Eck. Seinen Bodyguard, den Christian, den habe ich als erstes wieder gesehen. Ja,
wusste ich, Herr Fitzek kann nicht weit sein. Ja. Und von dem her, ja, lassen wir uns mal treiben. Sieht schon immer imposant aus. Sehr komödiant, sehr amüsant. Und diese schwarze Komödie, wenn Sie sich das hätten nehmen lassen, das hätte doch gar nicht zu der Zeit gepasst, in der Sie sie geschrieben oder entwickelt haben. Doch, das passt gut. Das haben wir eine schwarze Komödie, die wir immer nicht sofort verkaufen können. Ja, und immer wieder auch eine Attraktion ist der Fischer Verlag. Halle 3.1. Ja. Ja Leute, mich hat's, wie soll es auch anders sein, nochmal zurück zum Sternensand Verlag gezogen. Ganzen Autorinnen hinter mir. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, an die Taschen. Ja, ihr werdet es in einem anderen Video sehen, das packen wir dann miteinander aus. Das ist der erste Teil von meiner Bücherladung, die ich hier über die Messe noch mitnehmen werde. Der Rest kommt Sonntag. Ich habe leider meinen Trolley und meinen Schubkarren vergessen. Von dem her, das muss ich halt dann am Sonntag den Rest mitnehmen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, was will man machen? Ja, aber wie gesagt, ihr werdet sehen. Tja Leute, da merke ich doch gerade beim Schnitt des Videos, dass ich überhaupt keinen Schluss, keinen Abschluss für mein Video habe. Ja, nachdem ich eben beim Sternensand Verlag nochmal gewesen bin, war ich nochmal ein bisschen unterwegs draußen im Innenhof und war nochmal ganz kurz in der Halle 1 bei der ARD. Aber da habe ich irgendwie überhaupt nichts mehr gefilmt. Und so hatte ich irgendwie überhaupt keinen passenden Abschluss für das Video. Das mache ich jetzt eben hier beim Schnitt. Ja, ihr könnt euch noch auf zwei weitere Videos freuen von der Messe, vom Samstag und vom Sonntag. Da nehme ich euch wieder mit auf die Messe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen.
In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.